ich wurde ja vorgestellt, Mina Kani, iranische Publizistin. Ich bin vor 15 Jahren aus dem Iran geflüchtet, weil mein Vater gedacht hat, als iranische Frau könnte ich in Deutschland viel besser leben. Stimmt ja auch irgendwie, aber irgendwie auch nicht, weil sehr, sehr schnell würde ich halt als migrantische Frau auch mit dem Rassismus hier konfrontiert, die halt dazu führt, dass migrantische Frauen nicht in erster Linie, also erstlinig als Frauen gesehen werden, sondern als Fremde, also ne, Geflüchtete. Und über die wird bestimmt mit einem männlichen Bild von Migranten und Geflüchteten und so weiter und so fort. Und da musste ich mich hier noch tiefer, noch weiter, noch mehr mit dem Feminismus beschäftigen und darüber hinaus auch den Vortrag heute. Bevor ich meinen Vortrag anfange, will ich ja auch die heutige Veranstaltung von meiner Seite an die starke Frauen im Iran widmen, die gerade einen großen Kampf angefangen haben. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Phänomen Töchter der Revolutionsstraße was gehört habt. Da sind Frauen, also bestimmt wisst ihr, man hört ja in den Mainstream-Medien viel davon, dass Frauen im Iran krass unterdrückt werden. Ist auch so, das Patriarchat wurde nach der Revolution 19, also nach der Machtübernahme von Islamisten nach der Revolution wurde, also von der Kontrarevolution quasi, so systematisiert, dass es lange gedauert hat, dass die nächste Generation Frauen angefangen haben, sich auch aktiver zu weigern, weil bei der ersten Demonstration wurden sie sehr, sehr heftig niedergeschlagen. So, jetzt momentan gibt es einen großen Kampf, Frauen, die ihren Kopftücher an irgendwelchen Ästen aufhängen und so lange stehen bleiben, bis die Polizei sie verhaftet. Also man muss sich vorstellen, diesen Willen, und für diese Aktion, für diese performativ-politische Aktion wurde mittlerweile eine Haftstrafe von 2 Jahren bis zum 10 Jahren vorgesehen. Also, und da müssen sie auch noch Kautionen, also Millionen, hunderte Millionen Tumans, das wird dann hier 20.000 Euro sein und so weiter und so fort, bezahlen, weil sie halt protestiert haben. So, ich fange an, ich hoffe, ich bin dann mit meiner Zeit nicht drüber. So, ihr macht so Gesichter und verdreht die Augen, wenn ich zu viel rede. So, wie wir wissen, in den patriarchalen Gesellschaftssystem haben wir zwei starke Bilder. So, das Bild der Frau, und das Bild der Frau wird von männlichen Herrschaft quasi definiert. Und darüber hinaus wird quasi das männliche Bild auch, lässt sich auch selber definieren. So, was ist das Bild der Frau? Das ist Mutter, das ist Schwester, das ist schwach, macht, also erzeugt Kinder, erzieht Kinder, und das ist das Bild. So. Und ja, wir wissen, Frauen haben im westlichen Kapitalismus viel erreicht, aber bei diesem Thema hakt es immer noch, weil man könnte Frauen, also Nacktheit könnte man ja auch im kapitalistischen Sinne so, also da könnte man auch die Emanzipation richtig instrumentalisieren, aber was will man mit der ganzen, also wie will man die ganze Arbeit quasi bezahlen, die Frauen im Haushalt machen. Wer soll auf die Kinder aufpassen? Wer soll bitteschön die ganze Haushalt machen? Und so weiter und so fort. Darüber hinaus haben wir halt mit dem westlichen, also im westlichen kapitalistischen Gesellschaftssystem, haben wir ja das Bild, dass Frauen viel erreicht haben. Aber es wird wenig darüber gesprochen, warum immer noch in Deutschland Frauen 22% weniger verdienen als Männer. Was das ausmacht, so, was macht das mit Frauen? Wie sie systematisch daran gehindert werden, einfach unabhängig zu sein und für sich selbst zu bestimmen. Dann haben wir diese Parallelen, aber auch, wenn wir über Rassismus reden. Also
das rassistische Gesellschaftssystem hier prekarisiert Migrantinnen, deklassifiziert sie als zweite Klasse, wenn wir angesehen. Es gibt, darüber brauchen wir nicht viel reden. Ich glaube, es gibt schon ein Bewusstsein innerhalb solchen Räumen über den Rassismus, wie es funktioniert in Deutschland und in Europa und im Westen. Aber was da auch wenig, wenig darauf geachtet wird, wie werden halt, die migrantische Frauen, wie werden sie dann halt eher, Simone de Beauvoir sagt, Frauen haben immer in patriarchalen Gesellschaften ein Problem damit, sich als Frau zu definieren. So, und das passiert gerade hier. Frauen definieren sich nicht, also identifizieren sich nicht mit migrantischen Frauen, eher mit ihren ethnischen Hintergründen und so weiter und so fort. Und es ist dann halt auch vielleicht höchste Zeit, also nach dem Rechtsruck, weil Rechtsruck, AfD, Pegida, wie wurde Pegida groß? Mit dem männlichen Bild von Migranten, die hierher kommen, ungesteuerte Zuwanderung, Geflüchtete, die hierher kommen und die emanzipierte Frauen halt, also Silvesterabend Köln. Ne? Und wie dieses männliche Bild funktioniert, dass man Frauen, migrantische Frauen, nicht weiße Frauen hier als gar keine Frau, also die sind gar keine Frauen, also es wird ein Familiennachzuggesetz abgeschlossen nach dem Silvesterabend in Köln, wo es erschwert wird, dass Familien, also Frauen und Kinder nach Deutschland kommen und so weiter und so fort. Was das halt konkret mit diesen Angriffen, mit diesen sexistischen Übergriffen in Köln zu tun hatte, hat keiner erzählt. Und mir hat es ein Feminismus hier gefällt, der sagt, ey, heute Migrantinnen, morgen wir. Spätestens bei dieser Demo Marsch fürs Leben, also und diese ganze Debatte über Abtreibung und so weiter und so fort, sollte viele weiße Frauen in Deutschland klar werden, dass Migranten ein Instrument waren für die rechte Parteien, für diesen Rechtsruck. Also wir würden instrumentalisiert, damit man eure Rechte weggibt, quasi. Also unsere Rechte, wir haben ja sowieso, wir wurden ja sowieso wie vorher entrechtet, aber Rechtsruck bedeutet auch Pekalisierung, Rechtsruck bedeutet auch Frauenfeindlichkeit und ja, da passt da polarisiert man quasi die Gesellschaft in diesem Bild von Migrantinnen und da redet keiner und kein Feminist nach diesen Silvestergeschichte in Köln darüber, was wollen die eigentlich damit erreichen? Wir brauchen einen Feminismus, der sich fragt, was uns mit Geflüchteten vereint. Und ich glaube, wenn wir über Abtreibung zum Beispiel reden, Residenzpflicht, sagt ihr euch das was? Residenzpflicht, das haben Geflüchtete, wenn sie hierher kommen, früher, also vor 2012, vor diesem Flüchtlingsbewegung, könnte man 8 Jahre Residenzpflicht haben. Also man könnte, solange man keinen richtigen Aufenthalt, keinen geklärten Aufenthaltsstatus in Deutschland hatte, hat man darunter gelitten, dass man in bestimmten Kreisen sich nur bewegen dürfte. Und dann das Problem mit Krankenkassen, Versicherungen und so weiter und so fort kommen dazu. Jetzt mal überlegen, eine migrantische Frau will also eine geflüchtete Frau, die in Lager lebt, unter solchen Umständen, will abtreiben. Erstmal muss sie einen Arzt finden, die halt in diesem Kreis Arbeit leistet, nicht rassistisch ist. Und zweitens, das mit der Krankenkasse, wer soll das denn bezahlen? Das ist nur ein Beispiel. So, ich bin eigentlich, glaube ich, fertig mit dem großen Ganzen, was ich sagen wollte. Genau. Ich will nur noch eine Sache sagen über Streik als Methode. Also wenn wir
Was ist 8? Also was sagt der Kalender 8. März? Also da haben Frauen, also wie hat die Emanzipation der weißen Frau überhaupt in Industrieländern funktioniert? Dass sie rauskamen aus ihren Häusern, haben die gearbeitet in Fabriken und haben die Arbeit niedergelegt. Und wir haben momentan mit Links zu tun, die das Rassismusthema total moraliert angehen. Feminismus ist für sie so auch so eine Moraldebatte und es verbindet sich, es vereint sich nicht. Und ich glaube, da brauchen wir halt Frauen, aktive Frauen, Frauen, die arbeiten, migrantische Frauen und so weiter und so fort, die sich dann anschließen und die Führungsposition auch in diesen Kämpfen annehmen und diese ganze maskulinistische Art der Bewegungen und so weiter und so fort auch in Europa in Frage stellen, weil wir sind weit weg von so einem Gleichberechtigungsding, womit man hier so angeht. Ja. Auf die Frage Kirche und Staat, also ich komme ja aus dem Iran und da haben wir eine andere Verhältnisse und was ich aber da auf jeden Fall heftig gemerkt habe und erfahren habe, war diese durch die Religion und Institutionalisierung der Religion halt so Sachen Gesetze durchzusetzen, die eigentlich undenkbar sind für Menschen. 1979 im Iran war für Frauen, die mitgekämpft haben, die mitrevoltiert haben quasi, war das eine unglaubliche Sache, dass sie, dass 3 Tage nach der Revolution quasi angekündigt wurde, dass sie zwangsverschleiert werden und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall die Erfahrung, aber ich will ja auch noch was zu der Lage in Deutschland sagen, das kann ja auch mein Job sogar kosten, aber scheiß drauf. Ich arbeite als Pädagogin bei einem kirchlichen Träger. Ich darf da nicht viel sagen, Schweigepflicht. So, das sagt schon viel aus. Aber dass wir, also Pflege, Erzieher, Pädagogie, das ist unglaublich, wie viele christliche Träger, also wie viele dahinter stecken, was alles da gemacht wird, was vom Außen sehr, sehr angemessen, würde ich mal, also ne, sehr, sehr gemäßigt, sagt man hier, ne, sehr gemäßigt aussieht, aber von innen, was da alles quasi, also diese ganze auch moralische Moralisierung und so weiter und so fort, was Familie, was also diese Familienbild der Gesellschaft angehört. Und da möchte ich sagen, also ja, Deutschland ist ein sehr konservatives Land. Ne? Also es ist mega krass, wie diese Gedanken noch, also was das von den Gesellschaftsstruktur hier in Deutschland ist, dass die christliche Träger sowas machen können und dafür auch also Geld, also jede Menge Geld verdienen für das Gesellschaftsbild, was sie auch propagieren. So, und da will ich zurückkommen auf das Thema, was ich da ein bisschen drüber gesprochen habe. Wir müssen den Kampf politisieren. Wir haben keinen anderen Weg. Also es ist immer so, dann redet man ja mal über die geflüchtete Frauen. Da ist es auch ein Unterschied zwischen jemand, der so mit zu viel, also mit Tausenden von, Hunderten, Tausenden von Euro irgendwie geflüchtet ist, irgendwie aus politischen Gründen, und Menschen, die hungern, die aus von Kriegssituationen, so wie Afghanistan, Syrien und so weiter und so fort. Also das sind alles so Themen, die sind so miteinander verbunden, und das ist halt, wenn wir auch über so ein Streikthema reden, natürlich, man muss sie verbinden, aber es geht darum, dass diese Themen vertreten werden. Ich frage mich, auch wenn hier in diesem Raum über dieses Thema geredet wird, warum keiner sich dann halt auch Fragen stellt über diese ganze, ne, warum das dann nicht weiter thematisiert ist, was das rassistische Gesellschaftssystem hier dann auch mit Menschen macht. Warum das an sich, wo haben die migrantische Frauen, die sich anschließen sollten für eine bessere Gesellschaft, wo haben sie Mandanten in den feministischen Kampf? Wenn, dann immer opportunistische, wirklich, ja, No-Go-Mann, also Leute, die eher halt gegen unsere Interessen was machen als früher, weil die kommen ja durch, ne? Die sind ja, das funktioniert, das Bild,
schlechte Frau, gute Frau, dasselbe gilt ja für gute Ausländer, schlechte Ausländer, und die kommen ja durch. Ne? Und deswegen diese ganze, also ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen in die Richtung debattieren, wie kann man tatsächlich ein Netzwerk aufbauen, wie kann man was anfangen, wie können die nächsten Schritte sein, wir haben 1. Mai und so, also wie Vorschläge und so weiter und so fort. Ja. Also ich würde sagen, zu dem Bundesfrage, was mich immer auch bei dem Marsch fürs Leben, auch in Hannover, was war das von dem jetzt? Bitte? Auf dem Parteitag, genau. Was mich immer sehr massiv gestört hat, es ging immer um das Thema Rassismus. Also man muss ja, man kann ja auch, man kommt ja nicht drum herum. Wenn man über AfD redet jetzt, oder wenn man über Rechtsruck redet, man kommt ja nicht drum herum, über Frauenfeindlichkeit zu reden, über Rassismus zu sprechen. Das ist jetzt schon mittlerweile schon so ein bisschen Tenor ist, das ist schon, ja, klar. Die Sache ist, aber was mich immer gestört hat, und irgendwie will ich das auch vielleicht als Letzte loswerden, ist es die Form, wie man Bundesarbeit macht. Also, wie man sich gegen, also, es sind immer so Tage, meist fürs Leben, man macht eine große Demo, man geht dahin, man feiert auch danach, so eine Karnevalkultur, Kampf, was sich langsam auch in Deutschland normalisiert, also, haben wir überall gesehen. Und wir brauchen, also ich denke und ich beobachte das seit langem, wir brauchen wirklich Kämpfe, die Fundamente haben, die wirklich, die nicht irgendwie kalendermäßig funktionieren. Wir brauchen nicht immer auch einen Kalender, wir brauchen auch nicht immer ein Datum für irgendwas, 8. März, 1. Mai und so weiter und so fort. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen Netzwerken, wo man sich verbinden kann, und daraus kann man Bundesarbeit machen, weil wir haben jede Menge, ich bin schon seit 3 Jahren in Berlin und mache Bundesarbeit mit verschiedenen Bündnissen und so weiter und so fort. Das sind immer so Bündnisse um eine Demo, für eine Demo, für ihn ein Zeichen irgendwo setzen, dann trifft man sich monatelang, redet man darüber, wie man eine Demo organisiert, und danach verabschiedet man sich bis zum nächsten 1. Mai. Deswegen denke ich, dass es dazu gehört, dass man neue Gruppen, neue Organisationen, die anders funktionieren, aufbaut. Also raus aus diesem moralisierten Kampf gegen Rassismus, das hilft uns Migranten überhaupt nicht. Also diese ganze gegen Nazis Demo, wo ich auch sehr oft dabei war, irgendwie mich dabei völlig fremd gefühlt habe, so als ob irgendwie FC Bayern Fans sich mit Dortmund, also es, als ob da in so einen Kampf geht, wo ich überhaupt da geht es so irgendwelche formal zumindest, da man sich da nicht findet, also die Subjekte dieses Kampfes finden sich nicht da drin. Das muss man sich fragen, womit das zu tun hat. Das ist nicht immer eine Frage der Inhalte, das ist auch sehr oft eine Frage der Form und wie man neue Gruppen gegen diesen ganzen Rechtsdruck und so weiter und so fort organisiert. Ja.